Wieso wieder nicht hin? YouTube-Zeichen! Weiter geht's nach der Pause! Schnell speichern! Und weiter geht's! Denn wir suchen immer noch die Türen. Also jetzt haben wir die Karte, jetzt suchen wir die Türen. Vorher haben wir die Karte gesucht. So, wo waren denn die Karten? Da war das Atrium. Da kamen wir her zur Security. Das wäre die erste Tür. Oder gehen wir erst ins Atrium? Ist ja egal, fangen wir hier an. Das war die erste Tür, die wir jetzt gesehen haben. Gucken wir mal hier rein, was immer da auch hinter ist. Schwuppdiwuppdi. Abgeschlossen, verschafft ihr Zugang zum Laborbereich. Und wahrscheinlich ist das der größte Bereich. Ich depp. Overseer. Oh, da, Munition. Stand da Gamma-Patrone? Ich weiß noch nicht mal, was eine Gamma-Patrone ist. Aber egal. Schiebetür, die man sehr schnell übersehen kann. Na komm, mal auf. Mal auf! Ich habe 12, 13 Jahre geraucht, Echo. Und wie gesagt, bin vor über 3,5 Jahren jetzt mit dem Dampfen vom Rauchen losgekommen. Ich misse diese Entscheidung nicht. Also jeder so wie er mag. Klar, wenn du weiter rauchen willst, rauche weiter. Ich bin nur froh, dass ich damit aufhören konnte. Und, ja. Surface never, Vault forever. Was für Slogan. So eine Poster würde ich gerne mitnehmen. Und mir einfach mal in meine Basis hängen. Vorher sind auf jeden Fall schon mal wieder Moped-Männer. Hä? Ja. Durchladen! Oh, der ist legendär. War legendär. Schätze, wir werden das nicht mehr brauchen. Nicht mit. Was zum? Ah, jetzt habe ich zu schnell weggeklickt. Sorry. Ja, irgendein Ding. Sorry. Du bist echt am Arsch, weißt du das? Sorry. Wer ist da? Der Kammerjäger. Kuckuck. Irre! Hör mal auf damit! Gott, oh Gott, hier gibt's ja tausend Wege! Ich komm nicht drauf klar, diese Vault. Diese Vault! Lasator, dich hatte ich begrüßt, ne? Sei gegrüßt. Du eigentlich? Ja, klar, wenn was zu hacken da ist, Twin War in einem Blau, was ich wieder kaum lesen kann, ja, dann hacke ich auch. Ich habe es nur noch nicht geskillt, das heißt, viel hacken kann ich im Moment noch nicht. Aber das werde ich noch skillen. Weil ich am Anfang halt nichts in Intelligenz hatte. Ich war dumm wie ein Toastbrot. Und konnte dementsprechend nicht hacken. Aber mittlerweile kann ich es skillen. Der nächste Punkt geht aber, glaube ich, in dem Wasserperk für Aqua Girl. Und danach dann das Hacken. Aber ist angedacht, dass ich das auch maximieren werde. Ich bin da zwar nicht ganz so gut drin, aber macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Diese Türen, die kann man auch noch so schnell übersehen. Was? America lives on in you. Mit dem Club.
plumpen Herz der Freude. Hey. Ne, ich meine, das seht ihr, hier sind die Türen sind so unscheinbar. Ich weiß nie, wo ich war. Das kann ja hier noch eine große Folge werden, Freunde. Ohne Witz. Hab nicht den blassesten Schimmer, wie wir das jemals wieder backtracken sollen. Das wird lustig werden. War ich da drin? Anscheinend nicht, weil ich habe den Ventilator übersehen. Jetzt kann ich nicht mehr zu... Komm her. Komm her, Preston. Aufgepasst. Was geht? Handeln. Laserpistole, Molotov-Cocktail, Splittergranate. Was haben wir hier noch sonst? Nix. Kleidung. Melone. Achso, ich dachte, das wäre was zu essen. Das kann man hier als Kampfrüstung. Ja, kann er auch haben. Und Schrott. Schwuppdiwuppdi. Mal kurz rüberwuppen. So. Schwupp. 27 Jace bin ich. 27. Da war ich. Da kam ich her. Vielleicht. Kam ich hierher? Ich glaube, hier kam ich her, ne? Kam ich her. Weil hier ist es quasi ein Rundgang. Okay, da ist schon mal die gute Nachricht. Also hier ist ein Rundgang. Kommst du links und rechts runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier nichts Wichtiges übersehen habe, müssten wir hier unten quasi einmal gelootet haben. Könnten auf der anderen Seite nochmal runtergehen und da nochmal kurz einen Blick riskieren und dann vorne die Tür nehmen. Aber ich denke, wie gesagt, das ist ein Rundgang. Würde ich tippen. Ja, die legendären critte ich immer. Also ich habe halt eine Glücksskillung und kann mir halt Crits aufsparen. Zwei Stück, um genau zu sein. Und habe halt geskillt, dass meine Crits halt mehr Schaden machen. Von daher, also wenn ich wirklich critte und das Ding nicht wirklich 500 Level über mir ist, ist es ein One- oder Two-Shot. Und natürlich ziele ich mit dem Crit immer auf den Kopf, weil der Kopf hat bei mir noch nie verfehlt, egal wie niedrig die Chance ist. Von daher immer auf den Kopf zielen und dann macht's Bumm und dann ist Mopedman kaputt. Ich glaube, ich hab hier drüben. Und das mache ich jetzt, weil ich jetzt unten keine Crits mehr habe. Die Sternchen sind leer, deswegen erstmal wieder Crits sammeln. Da ist doppelte XP gedroppt. Nochmal. Wunderbar. Fünffache XP, Entschuldigung, nicht doppelte, sondern sogar fünffache. Die nehme ich natürlich dann gerne mit. So ist es ja nicht. Nach all den Jahren. Cookie Cook. Ah, Cookie Cook. Na. Wissenschaftswackelpuppe. Man sollte stets bereit sein, das Wie und das Warum zu erklären. Du erhältst beim Hacken einen extra Fehlversuch. Nein, einen extra Versuch, nicht einen Fehlversuch. Also einen Versuch mehr. Wo wir gerade von Hacken gesprochen haben. Oh, finde ich gut. Nimm ich mit. Noch eine Zugangskarte. Kronkorken. Fusionszelle. Wo ist denn der zweite? Wir haben doch gerade jetzt hier zwei Mopedmänner kaputt gehauen. Da. Gut, dann haben wir auch die Admin-Karte, die wir wohl für die anderen Räume brauchen. Dann war doch gut, dass wir erst hier reingegangen sind. Das war jetzt eher ein Glückstreffer. Das habe ich natürlich gar nicht gelesen, dass wir noch eine Karte brauchen. Ein blindes Huhn findet auch ein Doppelkorn. Hurra.
Nee, ich spiele immer normal Praskovia. Aus dem einfachen Grund, du siehst ja, wie oft ich jetzt schon hier nicht auf den Chat gucken kann, weil ich hier mit Looten, Leveln und ab und zu mal Schießen beschäftigt bin. Wenn ich auf schwieriger stelle, fordert mich das Spiel mehr und ich kann noch weniger auf den Chat gucken. Deswegen, privat würde ich sagen, eine Stufe hoch, definitiv. Für den Stream, nein. Wie gesagt, das würde mich zu sehr fordern. Dann kann ich halt eben nicht das machen, was ich primär machen möchte und das ist halt mit euch zusammen halt das Spiel erleben oder auch im Chat zu gucken, Bipperpops, das würde halt nicht funktionieren. Deswegen alle Spiele, die ich spiele im Stream, normal. Das reicht. Ich suche halt nicht unbedingt die Herausforderung in dem Spiel, sondern ich suche den Spaß und den habe ich auch auf normal. Privat würde ich halt sagen, ja, da suche ich dann eher die Herausforderung, das müsste dann nochmal eine Schippe drauf. Weil du hast schon recht, im Moment sind wir hier über Level, die Mobs fallen recht zügig um. Aber das liegt auch daran, dass wir halt einfach schon mal viel gelevelt haben. So, war das die Admin-Karte? Ne, hier war die Admin-Karte noch nicht. Da haben wir nämlich noch eine Tür. Für den Overseer. Da haben wir noch eine Tür für Screening. Und da kamen wir vom Atrium her. Das heißt, wir können erstmal hier ins Screening gucken. Nebenquests eben, genau. Die bringen ja halt auch XP. Da geht's wieder zum Atrium. Die Frage ist, war ich hier schon? Ich glaube ja, das ist ein Rundgang. Denn hier waren wir. Hier kam ich rein, ne? Das müsste die erste... Elevator. Ja, hier kamen wir her. Okay, dann haben wir die auf. Kommen dann über die Security. Zum Atrium, beziehungsweise zum Overseer. Oh Gott, dieses Wort. Genau. Erkunde den Admin-Bereich. Machen wir. Kriegen wir hin. Ja, es gibt halt eben verschiedene Streamer, verschiedene Konzepte. Manche Leute spielen halt eben bockschwer und das ist deren Stream-Konzept und das feiern die Zuschauer. Keine Frage. Es gibt Leute, die zeigen halt super viel Skill, Speedrunner. Die rennen halt durch ein Spiel super schnell durch, das feiern die Zuschauer. Und bei mir sind es halt die Zuschauer gewöhnt, dass ich halt eben auf den Chat achte und viel halt mit den Leuten rede. Sei es jetzt über Spiele, über Dampfen, über das, was am Tag passiert ist, die Gaming-News, was als nächstes kommt. Und das möchte ich halt auch so beibehalten. Der hat seinen Arm verloren. Erhitzt Powerfaust. Kampfrüstung. Das ist eine Powerrüstung, oder? Nee, das ist keine Powerrüstung. Das ist einfach nur eine Komplettrüstung, die er gerade so trägt. Nicht spannend. Ich dachte, das wäre eine Powerrüstung. Wir haben hier eine Dings gelootet. Haben wir irgendwo hier noch Platz? Ja, da hätten wir noch Platz. Warte mal. Was habe ich hier gelootet? Wo? Powerfaust? Powerfaust? Inventar? Waffen? Powerfaust? Erhitzt. 30 Schaden, 23 Geschwindigkeit, Mittel. Gewicht? 4. Wie jetzt? What? Und damit kann ich jetzt... Ach so! Naja dann! Naja dann! What the fuck ist das denn bitte? Das müssen wir testen. Wir haben eine Powerfaust, was immer eine Powerfaust auch ist. Finde ich gerade ziemlich geil. Ich brauche einen Mob. Mobs. Ich weiß, da ist ein Terminal, gucken wir uns gleich an. Erstmal den Raum kurz abchecken. Da haben wir noch eine Tür, da kamen wir her. Wir haben ja zwei Türen und ein Terminal. Hä? Ne, da war der Terminal nicht, hier war der Terminal. Terminal des Dingsbumsleiters. Die Power.
Bohrfäuste sind super. Ich bin gespannt. Berechtigungsstufe nur für Chefwissenschaftler. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Chefwissenschaftler. Verstoß VTP 01013. Hauptdirektive. Willkommen in Vault 75. Wie Sie aus dem vertraulichen Einweisungspaket wissen, ist Vault 75 Teil eines streng geheimen militärischen Programms. Sie wurden aufgrund ihrer Fachkenntnisse, ihrer Erfahrung und ihrer Entschlossenheit, das menschliche Genom zu verbessern, ausgewählt. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die hier genannten Protokolle exakt befolgen. Die Mission von Vault 75 lautet Aufwertung des menschlichen Genoms. Ihre wissenschaftliche Mitarbeit werden sich am Forschungsplan von Schlet. Was habe ich denn damit zu tun? Von Schlet? Schlet, Braun und Lambe orientieren. Also Genforschung. Sie werden mit einem Aufseher mit militärischem Hintergrund zusammenarbeiten. Ihr Aufseher hat die Aufgabe, die Bevölkerung, mit der Sie arbeiten, auszubilden und zu unterhalten. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Sie ein gutes Arbeitsverhältnis mit Ihrem Aufseher pflegen. Zusammenfassung des Experiments. Vault 75 bietet die einmalige Gelegenheit, unsere Hypothese zu testen, laut der sich das menschliche Genom durch gezielte Paarung, Hormonbehandlung, Gentechnik und einen beschleunigten Generationszyklus deutlich rascher verbessern lässt. Die experimentellen Ziele von Vault 75 werden in den Handbüchern dargelegt, die Sie bereits erhalten haben. Dieses Experiment ist darauf ausgelegt, über mehrere Generationen durchgeführt zu werden. Daher können sie unerwartete Forschungsmöglichkeiten ergeben. Solche Abweichungen von Forschungsprotokoll sind mit der Genehmigung des Chefwissenschaftlers gestattet. Schlet, Lambe und Braun. Okay. Skylish, sei gegrüßt. Cranky, komm gut ins Bett. Schlaf gut. Also, was das jetzt gerade nahelegt, gerade diese Isolation von den Forschungsobjekten oder Subjekten für Genmanipulation oder Genomforschung, das kam Voltec ja ziemlich gelegen mit der Atombombe, was jetzt im Moment gerade bei mir alle Glocken angehen lässt, waren die eventuell für die Atombombe verantwortlich, um genau dieses Szenario zu schaffen, weil da sind die Leute gerne und friedlich. Sperr mal Leute über Generationen ein, wenn draußen nicht gerade Nuklearkrieg ist. Das macht keiner mit. Das könnte nämlich sein, dass das tatsächlich alles von Voltec inszeniert war. Bin ich mal gespannt, wie die Story weitergeht. Da es sich bei Vault 75 um ein lang angelegtes Experiment in einer abgeschlossenen Umgebung handelt, wird es erforderlich sein, von Zeit zu Zeit Ersatz für Mitarbeiter zu schaffen. Dies geschieht über die Anwerbung bestimmter ausgewählter Subjekte. Wir gehen davon aus, dass ein bestimmter Anteil der Bevölkerung über hohe Intelligenz, aber unzureichende physische Eigenschaften für die Genentnahme verfügt. Diesen Subjekten kann nach Ermessen des Aufsehers und des Chefwissenschaftlers eine Stelle als Mitarbeiter angeboten werden. Verweigern Subjekte die Mitarbeit, sollten sie ebenso entsorgt werden wie unbrauchbare Subjekte. Bitte beachten Sie, dass intern angeworbene Mitarbeiter für mindestens 15 Jahre streng von der allgemeinen Bevölkerung getrennt werden müssen, um zu verhindern, dass Teile der Bevölkerung unter den Mitarbeitern ehemalige Bewohner erkennen. Nur äußerst vertrauenswürdige und fähige Mitarbeiter sollen Zugang zum Genomiklabor enthalten. Es liegt in der Verantwortung des Chefwissenschaftlers, diese Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen und sicherzustellen, dass sie ausreichend für ihre Aufgabe ausgebildet wurden. Genentnahmeprotokoll. Subjekte im Alter von 18 Jahren, die eine zusammengefasste Wertung von ausgezeichnet oder überragend in den physischen, geistigen und sozialen Eigenschaften erzielt haben, müssen ins Genomiklabor gebracht werden. Weitere Schritte sollten auf individueller Basis und mit äußerster Vorsicht erfolgen. Denken Sie daran, dass diese Subjekte vermutlich in der Lage sein werden, Mitarbeiter zu überwältigen. Erklären Sie dem Subjekt, dass einige Impfungen erforderlich sind und vermeiden Sie es, weiteren Verdacht zu erregen. Für jedes Subjekt sollte eine Akte vorhanden sein, in dem dargelegt wird, welche Organe für weitere Tests aufbewahrt werden müssen. Vergewissern Sie sich, dass diese Anweisung exakt eingehalten und die Proben rasch eingelagert werden. Ziemlich komischer Verein. Zeige Aufzeichnung für letzten Abschluss an. Berichte aufbereiteter von Chefwissenschaftler Gibson. Genomspende.
Genomausbeute dieses Jahr war außergewöhnlich. Viele überragende Bewertungen im physischen Bereich. Unser Programm für die lebenswichtigen Organe zahlen sich jetzt aus. Die Schmerzgrenze ist bereits seit einigen Jahren kein Problem mehr und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, an dem auch Dinge wie ein Herzstillstand aufgrund von Stress kein Hindernis mehr darstellt. Das genetische Material aus diesem Jahr sollte dafür sorgen, dass die nächste Generation die Ziele erreicht, die wir uns erst für die nächsten 10 Jahre gesetzt haben. Hatten. Gewaltbereitschaft ist ein gewisses Problem. Wir hatten über die Jahre einige Fälle von psychischen Störungen aufgrund von Stress, aber die Häufigkeit in dieser Gruppe ist deutlich höher. Ich werde empfehlen, dass wir neue Beruhigungsmittel herstellen, nur für alle Fälle. Die Nahrung ist bei der Bevölkerung noch immer die beste Möglichkeit zur Verabreichung. Dennoch sollte auch hier neue Möglichkeiten mit dem Forschungsteam ausgelotet werden. Wir brauchen dieses Jahr nur einen Ersatz für das Wissenschaftsteam, jetzt da Washington zum Genetikerteam stößt und mich hier oben unterstützt. Die physischen Bewertungen des Objekts waren sehr schlecht, aber er hat sich kontinuierlich durch gute Problemlösungsansätze und kritisches Denken ausgezeichnet. Der Aufseher ist etwas besorgt wegen der Bindung des Objekts zu einigen jüngeren Mitgliedern der Bevölkerung. Ich mache mir da aber keine Gedanken, sein psychologisches Profil zeigt, dass er sehr leicht zu beeinflussen ist. Wir behalten ihn einfach so lange auf dem Beobachtungsposten, bis die, zu denen er Beziehungen unterhalten hat, durch Abschluss nicht mehr Teil der Bevölkerung sind. So haben wir genug Zeit, ihn ohne Probleme an die Protokolle des Experiments heranzuführen. Bis dahin darf er nichts weiteres erfahren. Okay. Wir hatten dank der guten Entnahmerate dieses Jahr nur sehr wenig Schwund durch Entsorgung. Gerade einmal 74% der Abschlussklasse. Die Einäscherungen werden noch diese Woche abgeschlossen sein. Eine gute erste Aufgabe für Washington, bevor wir mit der richtigen Arbeit beginnen. Ziemlich komischer Verein, dieses Walltech. Also, was ich gerade schon gesagt habe, es sind nicht die Guten. Also, die ganzen Drogen, die irgendwie rumliegen, könnten von denen sein. Die Atombombe könnte von denen geworfen worden sein. Also, im Endeffekt, es könnte alles Walltechs Schuld sein. Da bin ich ja mal gespannt. Wir gucken mal hier rein. Und ich lese mal jetzt gleich den Chat, nachdem ich das Ding hier geknackt habe. Jetzt habe ich nämlich ja hier gerade eine Too Long, ich read alles Edition gemacht. Das wär's. Ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Ja, ich weiß. Wie ich meine Ewig VT eingestellt habe, Good Viking, im Watt-Modus, dem entsprechenden Verdampfer, also ich dampfe nicht auf Temperatur. 0,46 Ohm, 30 Watt. Also ich dampfe sie nicht im Temp-Mode, weil das die Frage war. Noch nie gemacht. Bin kein Temp-Dampfer, weil ich Kantal nur dampfe. So, gucken wir uns hier mal weiter um. Umgucken-Hype. Kissen-Hype. Superkleber-Sicherung nehme ich mit. Boston Bugle? Kein Comic? Ach, warum lesen die Leute beim Kacken keine Comics? Da ist doch irgendwas falsch. Wenn ich kacken gehe, lese ich immer Comic. Clever und smart. Und Lucky Luke. Asterix und Obelix war ich nie der Fan von. Und haben ja viele gefeiert als Comics. Ich nicht, ich war eher der Clever und smart Fan. Und wie gesagt, Lucky Luke. Das waren meine Comics, die habe ich gelesen. Sagt man eigentlich bei Comics gelesen? Oder Comics geguckt? Ich weiß es gar nicht. Weil so viel lesen war ja da halt nicht. So, dann haben wir noch den Overseer. Dann, Ritsch-Ratsch. Knipp-Knopf. Atego, sei gegrüßt. Ja, und tatsächlich das hier in den Walls. Interessiert mich am meisten. Deswegen lese ich es auch. Clever und smart. Ja, ich fand die super. Der Aufseher ist da. Der Neue. Achso, da ist noch einer.
Fall ab! Und speichern und alles. Passiert damit alles gleichzeitig. 45er Patrone, Lederrüstung, bla blub. Da muss ich reingucken. Da ist auch noch eine Tür. Looten wir erst den toten Typen, würde ich sagen. Looten wir erst den toten Typen. Sturmgewehr. Hm, habe ich eins. Klingenkorn, Sturmgewehr. Ja, was ist denn Klingenkorn? Warte mal, mal gucken. Ach, das ist Klingenkorn. Ja, den nehme ich mit. Sturmgewehr. 55 mit 556er. Nicht gemoddet, oder? Standardverschluss, verlängerter Lauf. Kurzer Kolben, Standardmangel, Standard, keine Mündungsbremse. So ein Moped haben wir. Das brauchen wir nicht. Das nehme ich mit. Terminal des Aufsehers. Dann gucken wir gleich rein. Gucken wir uns fix um. Sonst ist hier nichts. Alles gut? Alles gut. Level leveln. Mickey Mouse Raginator habe ich noch gelesen, die diese nachher tatsächlich auch mit diesen super Rücken hatten, die du so in Reihe aufstellen konntest. Da habe ich auch etliche von gehabt. Ich glaube, das war Mickey Mouse. Hießen die Mickey Mouse? Ich glaube ja, ne? Die habe ich auch gehabt. Das war aber auch das einzige neben Clever und Smart. So, den Rifleman kann ich noch nicht machen. Den kann ich auch nicht machen. Ich könnte den Schnorrer machen, brauchen wir im Moment nicht. Hier ist im Moment nur When the Man Comes Around. Nicht ganz so spannend. Action Girl brauche ich im Moment eigentlich auch nicht, weil im Moment haben wir noch genug Aktionspunkte zur Verfügung. Ich nehme tatsächlich dann dieses Mal, bevor ich mit Hacken durchstarte, das Aqua Girl. Was heißt dein Verbündeter? Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Das würde ich gerne mitnehmen. Denn wir waren im Ende vom letzten Stream in so einem Gebiet, da gab es überall Pfützen und Wasser und da war alles strahlig, giftig, kackig. Deswegen würde ich gerne das Aquagirl mitnehmen, dann habe ich mit Wasser überhaupt keine Sorgen mehr, kann da darin baden und mich wohlfühlen. Deswegen ein Punkt einmal in Aquagirl. Ups. Dann sind wir da nämlich auf der sicheren Seite. Und jetzt gucken wir in der Terminal rein. Skylash, komm gut ins Bett. Lustige Taschenbücher, ja. Irgendwie so. Achso, Quest abgeschlossen. Das habe ich, glaube ich, doch schon gelesen, ne? Das hatte ich gelesen. Das ist dasselbe. Aufseher-Logbuch. Das hatten wir noch nicht gelesen. Mache mir Gedanken über den Neuen in der Forschungsabteilung. Er soll einfache Überwachungsaufgaben übernehmen und genau beobachtet werden, bis die Subjekte aus der Bevölkerung, die er kennt, bearbeitet wurden. Ich weiß, dass wir das schon viele, viele Male gemacht haben. Entschuldigung, aber irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Ich hätte mich vielleicht nicht dazu überreden lassen sollen. Wir haben... Moment. Wir haben ein Problem mit den... Wir haben ein Problem mit der Kapazität bei der Kinderbetreuung. Die In-vitro-Fertilisation läuft auch Hochtouren, aber die Bevölkerung zu vergrößern wird problematisch werden. Ich würde gerne bis zum nächsten Übergang warten. Muss mal mit dem Chefwissenschaftler besprechen. Also haben die auch In-vitro befruchtet? Verdammt! Irgendein Problem mit den Kabeln hat einen Brand im Archiv ausgelöst. Wir haben einige Geräte verloren, die schwer oder gar nicht zu reparieren sein werden. Die Forschungsabteilung hat viele der alten Daten verloren. Allerdings konnten wir hier wohl ein paar Neulinge dran setzen, Abschriften anzufertigen. Was? Allerdings? Was ist denn das für ein Satz? Die Forschungsabteilung hat viele der alten Daten verloren. Allerdings können wir hier wohl ein paar Neulinge dran setzen, Abschriften anzufertigen. Das Komma ist irgendwie komisch, aber egal. Ein paar der Sperrmechanismen haben versagt, nachdem sich das Feuer ausgebreitet hatte. Bedenklich, aber letzten Endes doch vorteilhaft. Das Forschungspersonal ist rein und hat das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Hätten die Sperre nicht versagt, hätten entweder ich oder einer meiner Forschungsleiter die Türen von Hand öffnen müssen. Nein, ich wollte die Türen öffnen. Status Vault.
Wortstatus unbekannt, bitte beachten Sie die folgenden Angaben. Genomkonservierung online, Forschung, Fehler, kein Rückruf. Generatoren online, nominal. Bewohnerplätze frei, 100%. Forschungsplätze frei, 100%. Tür öffnen. Zugriff auf Tür. Ich weiß nicht welche, aber ich habe eine geöffnet. Nein. Ah, die. Verstehe. Safe-Steuerung. Wo war denn Safe? Wir haben gar kein Safe gesehen. Ah, vielleicht finden wir den ja noch. Sieht man das hier? Upper Side, Entry, Quarters, Atrium, Elevator, Administration, Research, to Entry. Ne, da sieht man es nicht. Wo war denn hier ein Safe? Ach, da! Ja, das haben wir nie gesehen. Okay. Nehmen wir noch einen Teddy mit. Teddy-Hype. Speichern-Hype. Weiter geht's. Ich glaube, du brauchst einen Perk, Cletus. Wenn du Wasser trinken willst ohne Strahlungsschaden. Es gibt so einen Perk, dass du Nahrung essen kannst ohne Strahlungsschaden. Den habe ich nicht. Ich koche mein Essen und nimm nur das aufbereitete Wasser. Das kannst du ja, dieses verdorbene Wasser kannst du ja 4 Stück zu einem sauberen zusammenbauen. Da liegt ein Comic! Da liegt ein Comic! Oh, eine Nuka. Nee, ein Schlüssel, Aufseher, Safe-Schlüssel. Wie dumm ist denn das? Den hatten wir da heute schon offen. Achso, der hat hier im Spiegelschrank einfach schon mal Haarklammern. Dann nehmen wir auch mit. Nachtsicht kalibriert und mächtig. Nicht so geil. Nimm's mal mit. Grognack, der Baba. 5% Midi-Schaden garantiert. Ja. Grognack der Barbar. Du hast eine Ausgabe von Grognack der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Du bist also ein Comic-Fan, was? Ja, absolut. Oh, da ist der Safe. Ich hab den Safe gefunden. 10mm Gamma-Patronen, Plasma-Kartusche, Vorkriegsgeld und eine Automatik. Naja, nicht so geil. Nicht so geil. Leider. Was ihr mir mal eventuell tatsächlich jetzt an der Stelle einmal spoilern könnt, weil das weiß ich nicht, weil gerade über Perks geredet wird, das habe ich mich gefragt, warte. Wer weiß es, Ghoulish. Natürlich bist du noch ein Mensch, zumindest äußerlich. Deine verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert. Heißt das, ich kriege überhaupt keine, also ich gehe jetzt in ein Strahlungsgebiet mit im vierten Leben, dann heilt mich die Strahlung. Kriege ich dann trotzdem noch Strahlungsschaden, also einen roten Balken, oder bin ich dann komplett immun gegen Strahlung? Also, dass es heilt, verstehe ich, aber daraus wird halt nicht klar, ob ich noch Strahlungsschaden bekomme. Also, Abzug in Form von einem roten Balken. Das ist leider nicht klar. Also, würde man keinen Strahlungsschaden mehr bekommen, wäre der Perk ziemlich geil. Nur zum Heilen ist es nicht ganz so geil. Ja, Strahlung halt, das ist klar. Ach, du denkst nicht, kein Schaden mehr. Okay. Weil das wäre ziemlich immer. So, das war hier. Trotzdem. Was steht dazu, wenn du, das ist eine gute Frage, kann ich mal eben machen. Warte mal. Du kriegst schon noch Strahlung. Okay.
Später wäre, Strahlung stellt noch mehr deiner verlorenen Gesundheit wieder her und Strahlung stellt jetzt noch mehr deiner verlorenen Gesundheit wieder her und wilde Ghule werden ab und zu freundlich. Also ein Rad ist ein Rad und ein Heal. Naja gut, das lohnt sich nicht. Wie gesagt, wenn halt kein Strahlungsschaden dazukommen täte, also die rote Leiste nicht größer werden würde, das wäre okay. Aber nur ein bisschen damit zu heilen, finde ich, ist unnütz. Hä? Wo kam ich denn her? Ist eine gute Frage. Kam ich hierher? Nee, da kam ich nicht her. Hier war ich schon. Ah ja, das ist hier oben. Ich weiß, wo ich bin. Ja, wobei, Ragi, da habe ich noch nichts von mitgekriegt. Also ob das tatsächlich die Umwelt auf solche Perks halt reagiert, das kann ich noch nicht sagen. Das habe ich tatsächlich noch nicht wirklich bemerkt, dass irgendwie ein Einfluss darauf stattfindet. Ach, und jetzt sind wir hier oben. Ja, okay. Ja, wir sind fertig. Würde ich behaupten. Das waren alle Türen. Denn hier sind wir wieder oben, wo wir rübergesprungen sind. Das heißt, wir haben alles. Ich rekapituliere nochmal. Das waren alle Türen. War hier noch eine Tür? Das waren die Kartentüren. Das war... Boah, hast du mich erschreckt. Geh weg. Mächtige Faust. Da war nix. Also wir haben einen Comic, wir haben eine Figur, wir haben die Fist, wir haben die XP bekommen. Also eine ganze Menge eigentlich. Der große Knalleffekt fehlt so ein bisschen. Da waren wir auch drin, das war die erste Tür. Ich würde sagen, ich habe alles. Steht auf abgeschlossen. Ja, ist okay. Ich werde es nicht skillen. Also von daher, das ist okay, Echo. Also ich werde da nicht investieren. Ich habe ja gesagt, was die nächsten Punkte sein werden. Ich werde den Glücksbaum weitermachen. Ich werde das Hacken machen. Das Aqua-Girl habe ich jetzt geskillt. Ich habe ja mehr oder minder schon gesagt, und die Skills spielen erstmal keine Rolle. Klar, wenn man irgendwann super alles hat und dann noch ein bisschen leveln will, dann kannst du halt vielleicht sowas mal austesten. Aber das ist halt, wie gesagt, erstmal keine Prio. Ziemlich cool, dann haben wir hier Vault 75 durchgezockt. Unverhofft kommt oft, damit hätte ich ja heute überhaupt nicht gerechnet. Ziemlich cool. Einfach mal in so eine Vault reingestolpert. Das heißt, wir porten jetzt einmal kurz zurück, machen die Taschen leer und machen hier oben dann weiter. Beziehungsweise ich gucke nochmal ganz kurz, ob es hier noch eine Quest gab. Hangman's Alley. Die Wasseraufbereitung. Wilsons Dingsbums Firmenhauptsitz. Den, die Quest abgeben. Den Siedler bei Nordhagen Beach. Und Diamond City. Das haben wir gemacht. Perfekt. Also sind wir hier erstmal fertig. Nissi, komm gut ins Bett. Jetzt sei mal nicht gierig. Mehr Wackelpuppeln. Mehr Puppeln. Mehr Comics. Was war das denn? Ich überlege gerade, was war das? Eine Heckpuppe? Nee, Hecken hatten wir davor, ne? Nee. Heckpuppen? Comic? Comic war Mili. War Grognack. Das weiß ich noch. Die Puppe? Gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Kann ich hier schon wegporten? Kann ich. War die Hackerpuppe? Okay, danke. Sturm, sei auch gegrüßt.
war dort, wo du warst. Ich muss an dieser Wall vorbeigelatscht sein. Wir sind durch den Keller. Und dann waren wir drin. Ich hab's gar nicht erst erkannt. Ach so, und was ich eventuell nochmal sagen kann für alle Leute, die gern cheesy spielen. Wirklich cheesy. Der Perk, den ich hier habe. Der hier. Die Inselbegabung. Wo sind die? Dass jede Aktion halt fünffache XP procken kann. Wenn man das wirklich maximiert nutzen will. Wenn jetzt die Leute sagen, ich logge dreimal oder vier, fünfmal beim Terminal ein, um einen Dreiertreffer zu haben, um davon weiterzumachen. Rein theoretisch, so kannst du auch mit Inselbegabung spielen. Das heißt, du speicherst vor der Questabgabe ab. Gib's ab, hoffst, dass das Ding prockt, die Quest nicht 250 XP gibt, sondern 5x 250 XP. Dann hast du nämlich ziemlich viele XP und ein Level ab. Procktet nicht bei der Questabgabe. Zurückladen, nochmal abgeben, hoffen, dass es prockt und so weiter. Also wie gesagt, auch diese Inselbegabung kann man rein theoretisch cheesen, dass du halt mit jeder Quest nahezu dann 1000 XP halt kriegst. Ich halte da nicht viel von, deswegen mache ich es nicht. Aber wie gesagt, wer halt auf Power-Leveling super schnell aus ist, Inselbegabung und halt Spielstände laden vor Questabgaben und hoffen, dass es prockt. Charlie, komm gut ins Bett. Vielleicht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. So, dann packen wir die einmal hier rein. Beim Hilfsmittel? Ne, diverses. Da kommt einmal... Ja, passt. Schwupp. Viel laufen, wollen mehr kämpfen. Und Hilfsmittel. Dann packen wir da diverses. Grognack der Baba. So. Schön. Zwei Puppen heute. Ja, und hier die Nuka-Cola habe ich da zum Beispiel einfach oben hingestellt. Also um dann euch einmal zu zeigen. Ich glaube, ich habe jetzt hier noch ein Kissen im Inventar. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar, das freut mich, Charlie. Komm gut ins Bett. Wie gesagt, morgen 22 Uhr geht's weiter. Um dann euch mal zu zeigen. Gehst halt ins Inventar. Oh, wusste ich gar nicht, ob man da zoomen kann. Schrott. Gemütliches Kissen. Ablegen. Ablegen. Und ein Teddybär. So, zieht das hier rum. Wo ist der Teddybär hin? Da. So, dann gehst du in den Baumodus. Und kannst die Dinger nehmen. Und kannst die halt hier einfach hinlegen. Wenn es jetzt hier auf dem Bett gehen täte. Ist halt ein bisschen frickelig. Da würde ich mir manchmal eine Maus- und Tastatursteuerung wünschen. Also hier geht es jetzt gerade nicht. Okay, auf dem Bett kann ich anscheinend nichts hinlegen, weil schon ein Objekt ist. Aber prinzipiell wisst ihr, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich dumm, dass das hier auf den Betten nicht funktioniert. Naja, egal. So kann man auf jeden Fall die Wohnung dekorieren. Und... Bup, dann kann man das auch einlagern. Ich sagte einlagern, nicht verwerten. Falsche Taste. Na, Oma, hier kriegst du einen Teddy. Der geht durch die Wand. Oh, das ist so frickelig. Dann halt nicht. Oh, kommt der Teddy hier hin. So, bupp, haben wir hier einen Teddy. Und damit kannst du dann halt eben die ganze Klamotte mit den Sachen aus der Welt dekorieren. Da habe ich nämlich schon so einen Einkaufswagen hingestellt und hier, ne? Und so weiter und so weiter. Das funktioniert halt, prinzipiell. Wenn du aufnehmen gedrückt hältst, kannst du auch manuell... Was? Wenn du aufnehmen gedrückt hältst, kannst du das auch manuell machen. Ach so, meinst du das? Ja, klar, das funktioniert auch. Ja, richtig. Also, es geht schon. Klar, es geht auch. Stimmt.
Stimmt, das geht natürlich auch. So, dann eben mal aussortieren. Kalibriert. Was habe ich denn hier nicht ausgerüstet? Das habe ich nicht ausgerüstet. Silver Shroud Synths. Und das Zeug hier, das habe ich da. Passt, das kommt weg. Kommt weg. Kann ich das hier wegtun? Nein, kann ich nicht. Das geht auch nicht. Die kann ich eh nicht wegtun, oder? Nein, Questgegenstände kann ich noch nicht wegpacken. Das nervt. So, das war das. Hast du noch hier komplett dein Inventar voll? Fragezeichen, ich weiß es gar nicht mehr. Preston! Wo ist Preston? Preston? Ist er schon wieder kacken gegangen? Nee, da ist er. Bleib stehen. Aufgepasst. Ah, er nimmt sich halt immer die Splittergranaten. Ich bin ganz Ohr. Ja, können wir gleich eben hier abladen. Werkstatt, Transfer, wupp, wupp. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das passt. So, die Melone kommt weg. Das kann ich wieder nicht ausziehen. Das kann weg. Das behalte ich. Boah, wir werden immer schwerer, Mann. Ich muss mir da wirklich irgendwie Taschen dran bauen. Jetzt sind wir schon bei 160, Mann. Wir können halt kaum looten, das ist halt so ärgerlich. Muss mir da irgendwas ausdenken oder in Stärke skillen oder ich weiß es nicht. Ich loote zu viel und habe zu viele Waffen dabei. Jetzt die Power Force kommt halt eben auch nochmal mit Gewicht dazu. Was gibt's? So, wie mache ich denn das? Ich gehe hier hin, ich gehe an die Waffenwerkbank, ich sage herstellen. Ich sage umbenennen. Nein, das war falsch. Umbenennen. Das war richtig. So. Perfekt. Raginator 1.0. Das lässt zumindest noch Platz für eine 2. und 3.0. Sonst hätten wir schlechte Karten. So. Und jetzt haben wir hier den Raginator 1.0. Großartig. Wunderbar. Ah, schön. Ja, speichern. Und dann geht weiter. Dieses Spiel. Ja, wobei taktisch wäre es sogar wirklich clever, die Klamotten, die man zuträgt, alle umzubenennen, weil sonst wird es relativ unübersichtlich. Und wenn man was aus Versehen wegpackt, findet man es immer wieder. Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Raginator. Dankeschön. Raginator, ey, Mann. Community, oh Mann. Den kannst du einfach bauen, den Schrank hier. Der ist im Baumenü, genau wie die Zeitungsständer. Die kannst du halt einfach bauen und da kannst du dann die Dinger herstellen, reinstellen. Oh Mann. Thank you. Bernd Oreo. Und Pöbel. Seid gegrüßt. Wie weit bist du in Dark Souls? Nein, es heißt Bloodborne. Hast du, den Cosm, some say Cosm-Mann umgehauen? Der war für mich schon eine Hausnummer im Normal Game. Pöbel und Bernd, seid gegrüßt. Danke fürs Rüberschalten. Wir sind hier in Fallout unterwegs. Bloodborne haben wir durchgespielt. Gestern. Nee, Freitag. Komplett. Alle Bosse, alle Quests, alle Items. Und seitdem habe ich Bernd halt leider gestern gar nicht gesehen. Ich hätte da gerne nochmal reingeguckt, wie er halt spielt. So, gucken wir mal eben auf die Karte. Waisenwilli ist down. Gratulation!
Wir hatten vorhin drüber gesprochen, der Pief, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Pief, Pief, Piwi, Pieversen, der hat auch gestreamt. 27 Stunden hat er an Cosm gebraucht, im NG plus 7, Melee, Beastclaw mit Beastclaw-Rune, also oder Bestien-Rune und Beastclaws, 27 Stunden an dem Boss. Ich war dabei, als er ihn halt umgehauen hat. Alter Schwede, er hat fast angefangen zu heulen, der Typ. Zu krass, ey. Weil der Boss ist auch ein Brett. Ohne Witz, Mann. Das ist echt ein Brett. Ah, jetzt ist das Ding wieder nicht abgeschlossen. Dieses System, das verstehe ich nie. Wir können einmal die Quest abgeben gehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht eine neue kriegen. Nee, in dem Destiny-Clan sind einige, also nur im Moment selbst spiele ich wenig Destiny, müsste ich auch wieder, wir müssen den Raid halt nochmal weiterspielen. Keine Ahnung, wie viele Leute da drin sind, 20, 30, 40, ich habe nicht geguckt, aber einige. Also das ist tatsächlich, weil Leute immer gefragt haben, wie komme ich da rein, und das leider nur über die Website funktioniert, das haben sie in Destiny nicht geil gelöst mit den Clans. Das finde ich ein bisschen schade. Du fandest den leichter als Ludwig? Also zumindest im Normal Game, ich nicht. Also da war Ludwig deutlich einfacher. Ich habe auch deutlich länger an Kossenmann gebraucht. Ja, kein Problem, Try. Alles gut, alles gut. Alles gut. Nystic, sei gegrüßt. An dem Riesen in den Tunnel neben Koss. An dem Riesen in den Tunnel neben Koss, du meinst die zwei im Brunnen. Ja, die habe ich auch gemacht. War schon spaßig. Wo ist denn hier der Paladin-Mann? Hier? Nee, da komme ich nicht hin. Ist hier eigentlich respawned? Nee, hier noch nicht natürlich. Hast du die Technologie? Natürlich. Hier, großartig. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier ist deine Bezahlung. Über eine erfolgreiche Mission. Da draußen gibt es noch immer Unmengen an unentdeckter Technologie. Sag mir, wenn du eine neue Mission annehmen kannst. Fünffache XP für eine Quartiermeister-Quest. GG. Alter Schwede. Bestätige. Perfekt. Das Gebiet ist auf der Karte. Viel Glück. Der Super-Duper-Mart, ja, da waren wir auch schon nur 500 Mal drin. Ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir da reingehen müssen. Ah, das ist ärgerlich. Ich hoffe, nehme ich das Mikroskop mit. So. Wiedersehen. Gibt's denn keine Drecksäcke, die du gerade jagen solltest? Ja, ja, ich gehe ja schon. Tschüss. Seid alle so unfreundlich. Eieiei. Das meinte ich, und das kann man halt quasi mit der Inselbegabung Bruteforcen. Hätte das jetzt nicht geprockt, vorher kurz gespeichert, zurückgeladen, abgegeben, blub blub blub. Und dann kriegst du halt 1000 XP für so eine Pupel-Quest und hast fast ein Level. Speichern. Aber den Super-Duper-Mart machen wir jetzt nicht nochmal. Also klar, wir machen ihn, nur nicht jetzt. Weil da waren wir halt schon so oft drin. Ich will halt was Neues sehen. Und da gucken wir lieber hier nochmal in den Skrotums Firmenhauptsitz. Machen wir halt die Ecke hier heute fertig. Ja, und wie gesagt, abgeschlossene Dinger, das verwirrt mich halt. Ich hätte gern, dass es abgeschlossen bleibt. Jetzt weiß ich nämlich nicht, Medford Memorial haben wir halt gemacht. Jetzt könnten wir halt nochmal rein. Jetzt ist es halt schon wieder nicht abgeschlossen. Und das muss man sich halt echt merken. Das haben sie irgendwie dumm gemacht. Also ich hätte lieber... Ich kann es mir durchstreichen. Das wäre cool. Ah. Die spielen... Was? Dich nochmal zeigen. Ja, klar.
Oh Mann, Bandorio. Also, wie gesagt, ich fand das DLC ziemlich geil. Und ich würde es auch gerne nochmal spielen mit einem gewissen Item, mit einer gewissen Rune. Sage ich jetzt noch nichts zu. Weil dann bist du da wahrscheinlich noch nicht. Und irgendwann werde ich das natürlich auch machen. Wie gesagt, erstmal werde ich jetzt DS1 nochmal durchzocken und dann. Und dann. Ja, wobei, mein Problem dabei ist, um es nochmal versuchen, dass ich es nochmal versuche zu erklären, Praskovia. Ich renne halt irgendwie erstmal durch die Welt. Plötzlich entdecke ich einen Ort, dann ist der da auf der Karte. Dann streame ich mal 2-3 Tage nicht, dann komme ich wieder. Und dann frage ich mich, war ich da schon? Also drin? Es ist nicht abgeschlossen, also ich könnte drin gewesen sein. Oder nicht. Weil es geht ja beim ersten Mal erkunden darum, findest du Puppen, findest du Comics. Klar, um dann nochmal reinzugehen, XP zu machen, Munition zu holen, super. Aber mir geht's halt um dieses einmal alles anschauen. Und im schlimmsten Fall denke ich mir auch, ja, das habe ich schon mal abgeschlossen und war da noch nie drin. So, und jetzt wollten wir in diesen Skrotumladen, wo immer dieser Skrotumladen auch ist. Also eigentlich stehe ich schon nicht davor. Da ist der. Hier muss der Skrotum sein, das Skrotum. War ich da schon drin? Genau. Habe ich da die Comics gefunden? Pieper Pops, genau darum geht's. Genau darum geht's halt. Klar, zum Leveln für XP und Munition sammeln und farmen. Einfach ein bisschen rumshooten, ist halt super. Dass das respawnt, sonst wäre die Welt ja irgendwann super leer. Das ist verständlich. Allerdings, fürs Looten ist es unübersichtlich. Gerade für mich, wo ich eine Orientierung wie eine Bockwurst habe. Und den Skrotum nicht finde. Ich finde das Skrotum nicht. Es ist weg. Wo denn? Slocums Joe Firmenhauptsitz. Ja, wo denn? Da müsste... Das ist doch das Symbol, oder? Das ist das Symbol. Also hier. Aber wo ist denn der Eingang? Ach da. Slocums Joe. Das ist hier das Moped. Das ist gar keine Instanz, wa? Oder gibt es hier irgendwo eine Tür, die ich noch nicht gesehen habe? Das ist hier das Lokum Firmenmoped. Da ist eine Kochstelle. Da ist das Büro, da kommen wir rein. Ja, gucken wir mal, ob ich schlau wie Schlumpf ins Büro. Ah, jetzt geht's erst Hast richtig du das gesehen? Aus. Das wird nicht lang dauern. Alter! Was sind Sie? Gar nicht OP. Guck. Ja. Ah, ich habe keine AP mehr. Nein. Ja, Granate. Dankeschön. Alter Schwede. Der Boxer. Mächtig Visier Kampfgewehr. Na, warte mal, ich muss mal den Raginator auspacken. Das hilft sonst nichts, sonst weiß ich nicht, wie gut diese Waffe ist. Wir sollten vorsichtig sein. Die scheinen noch nicht lange. Schlechter. Einfach mal weggeboxt. Kryogranate im Impro-Pistole. Die kannst du behalten. Was haben wir hier? Einsperren. Alter! Ich hab doch gar nicht geredet. Entschuldigung für das Alter.
Was ist los? Konzentration, kommst du bitte wieder? Ich würde gerne dieses Schloss hier knacken. Ohne 99 Haarklammern daran mit hier durchzudödeln. Dankeschön. Komm ich gleich so. Schön. Was? Slocums Brummbitz-Rezept. Was ist das? Ich habe irgendein Rezept für Slocums Brummbiss-Rezept. Wahrscheinlich kann ich da irgendwas Neues kochen. Aus Skrotum-Püree. Puh, ja. Wahrscheinlich. Ich nehm's mit. Werden wir rausfinden. Schreibtisch entsperren. Ja, machen wir. Cool. Nachricht an Slocum Joe. Na, er kennt ja keinen Mensch. Und Slocums Brummbiss. Minus 10 TP. Max AP Wahrnehmung. Was ist das denn für ein Käse? Bufffood, was minus TP macht. Na, schon nicht meins. Noch irgendwas? Komm, Owald, sag jetzt raus. Wo komm ich denn her? Komm ich hierher? Ich weiß gar nicht, wo ich herkam. Naja, ich glaube, das war der Büro. Ich glaube, das war das Büro. Ja, dann war es hier. Raus hier. Was? Gut, Viking? Was? Bandorio geht? Komm gut ins Bett, Bandorio. Und weiterhin viel Erfolg bei Bloodborne. Ich weiß nicht, was Gut Viking meint. Ich wollte hören, er hofft, Les wird uns noch mit massig Streams zu Fallout 4 beglücken. Na, ich glaube nicht, dass das Spiel nach der Quest Gehe nach Diamond City endet. Das wäre sehr abrupt. Dann war es gut, dass ich so lange rausgezögert habe. Ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt optionalen Nebenscheiß gemacht, auf Deutsch gesagt. Wenn das Spiel eine Hauptstory von 40 bis 60 Stunden hat, haben wir auf jeden Fall noch 40 bis 60 Stunden, weil wir noch keine Hauptstory gemacht haben. Also sprich, so lange haben wir Minimum. Um mal kurz eine Zahl zu nennen, vor heute 37 Parts auf YouTube. Habe ich jetzt alle hochgeladen in der Woche. Und jeder Part über eine Stunde. Das heißt, wir sind jetzt schon bei ungefähr 48 Stunden Nebenzeug. Wobei, das sieht man hier ja, glaube ich, ne, wenn ich speichere. Habe ich gar nicht drauf geachtet. 2 Tage, 7 Stunden. Sind wir. Beziehungsweise 2 Tage, 8 Stunden. 48 und 8 sind 56 Stunden. Plus dann kommen nochmal ungefähr 60 Stunden Hauptstory irgendwann drauf, wenn wir damit anfangen. Also ich glaube, das, was wir bis jetzt gespielt haben, diese Zeit wird einfach nochmal doppelt so lang. Minimum. Außer es wird wie in Metal Gear Solid. Und plötzlich wird das Spiel scheiße. So abrupt, so. Upp. Das hoffe ich halt nicht. Das wäre natürlich halt auch denkbar. Ich meine, bei Metal Gear hätte ich auch nie erwartet, dass es abrupt so endet und dann abrupt so kacke wird. Entschuldigung. Taktisch und abgestimmt.
das denn für Mods? Abgestimmter Verschluss, kurzer Lauf. Kann man mal mitnehmen. Kann ich die Mods mal ausbauen? Ich weiß nicht, ob die was bringen, aber naja, besser haben als nicht haben. Die Kiste hat ja zum Glück in der Basis unendlich Platz. Das heißt, da können wir erstmal alles reinfluppen und uns dann später Gedanken machen, ob wir das haben wollen. Ja, hier, das Krotum ist anscheinend keine Instanz. Die Frage ist, ist das jetzt hier eigentlich fertig auf der Map? Ja, abgeschlossen. Na, das ging ja doch schneller als gedacht jetzt. Das heißt, das nächste Ziel wird dann hier das Gentech MedTech Research. So. Und ich muss pipi. Dringend.